ich will das Angebot machen, dass jeder sprechen kann mit mir. Ja? Genau. Aber ich möchte umgekehrt auch nicht wieder so eine Art Übergriffigkeit einer Organisation hier dokumentieren, dieses sagen, so versucht, also um nur um zu zeigen hier, wie bereit sie für alles Mögliche ist, die Sensibilität außer Acht zu lassen, die hier notwendig ist. Ich glaube, das gehört, also das ist ja das Schwierige an diesem Ganzen, deswegen sind die reinen Zahlen, das ist also einfach immer wirklich schwierig, hier ist jeder, das sind Einzelfälle, das sind keine Zahlen, das sind keine Zahlen. Das ist manchmal vielleicht auch schwer zu vermitteln, aber das hat nichts damit. Ich möchte, dass ich bereit bin, jeder, der also davon betroffen ist, dass er also auch, dass man ein Gespräch führen kann und dass ich auch zuhöre, soweit ich es kann. Wenn ich vielleicht also auch alleine kann, dann werden wir es sehen, ob das also Weihbischof oder Generalvikar also mit hineinkommt, aber ich weiß nicht mal, das muss man jetzt vielleicht mal erstmal sehen, aber das Grundangebot ist da. Und deswegen haben wir ja gedacht, wir machen das in kleineren Gruppen, dass wir jetzt nicht auf einen Schlag alle einladen und dann Leute vertrösten müssen. Wir müssen erstmal gucken, welche Resonanz genau. Hat das. Ne? Und wir haben wirklich Betroffene, die hatten damals im Antrag auf Anerkennung des Leids auch sehr klar signalisiert, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, es ist schräg, sich jetzt dann da wieder zu melden und ein Gesprächsangebot erstmal also zu machen. Man muss wirklich hier, damit nicht hier, das war eine tolle Strategie sozusagen, das sieht so aus, als ob sich die Institution auf diese Art und Weise da rein wird. Das will ich da nicht. Darum geht es mir. Mir geht es wirklich darum, um das Zuhören an der Stelle und das Angebot. Das werden wir irgendwann das auch in keiner Weise irgendwie öffentlichkeitsmäßig auswerten am Ende, sondern es geht hier den Betroffenen einen Raum zu geben, wo sie nochmal reden können.